Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Ja, gleicher Tag. Halbe Stunde später. Kleine Pause gemacht. Jetzt geht's weiter mit Assassin's Creed. Wir haben quasi jetzt das mit den Ragnarstons abgeschlossen. Eivor. Hallo. Hier haben wir eine Brauerei. Eine Bäckerei. Wir haben viel gefarmt. Jägerhütte. Theoretisch können wir ganz, ganz viel bauen. Ich würde aber sagen, wir fangen hier schon mal mit an. Wir haben genug. Sagen wir es mal so. Und da freue ich mich tatsächlich auch sehr drauf, dass wir davon hier noch haben. Lohnt sich auf jeden Fall. Boah, das sieht gut aus. Eine Fischhütte. Wir können jetzt auf jeden Fall ordentlich arbeiten. So, mal gucken, was wir dann noch machen können, wenn wir schon mal hier sind. Ja, das habe ich ja nämlich irgendwann in den letzten Folgen gesagt, von wegen... Danke für die gute Arbeit, Eivor. Wir haben hier eine richtige kleine Fischerei. Triffst du hier die Entscheidungen? Das tut eigentlich mein Großvater, aber er sagt, Verantwortung lernt man durch Arbeit. Ganz unter uns. Ich bin darin auch besser. Komme besser mit den Leuten zurecht, weißt du? Ja. Es ist schön, euch hier zu haben. Euch beide. Schön. Das freut mich doch. Was haben wir denn hier? Handelsposten. Zack. So, jetzt haben wir keine... Jetzt haben wir keine Rohstoffe mehr, aber das ist nicht schlimm. Jetzt sind wir auf jeden Fall nochmal eine Stufe aufgestiegen. Und das freut mich. Das passt dann auf jeden Fall. Sehr geil. Ja, wir haben da noch ein bisschen was. Da sind wir also. Wie schön, eine feste Stätte zu haben. Neuer König. Ob Balka unter ihm ist? Ah. Ah. Eivor, danke, dass du da bist. Ja. Hallo. So. Bringen wir hier mal die freudige Kundschaft. Gemütlicher Raum. Ah, du hast es hierher geschafft, Childebert. Dank Sigurd. Er war ein guter Führer und noch bessere Gesellschaft. Er hat mir erstaunliche Geschichten erzählt. Die besten handelten von dir. Ich hoffe nichts, was mir peinlich sein muss. Es gab ein paar besondere. Entschuldigung, aber was ist mit Legra Kestashir? Das Bündnis ist besiegelt. Die Söhne Ragnars sind Freunde unseres Clans. Schön zu hören. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Ja, gerne, gerne. Sehr geil. So. Zerschlagung des... Huch. Was ist jetzt passiert? Oh, Ladescreen. Okay. Ich habe mich schon gewundert. Ja, mal gucken. Ah, es vergeht jetzt ein bisschen Zeit. Auch nicht schlecht. Ich wollte eigentlich gerade nach der Bruderschaft gucken. Der Titel Jarl bezeichnete früher einen Mann, der nur dem König untergeben war. Aber das hat sich gewandelt. Nun kann der Jarl ein Anführer sein oder ein Mann, der über Reichtum und Einfluss verfügt. Die Welt ist heute größer und in viele Teile zerbrochen. Unsere Sprache muss sich anpassen, um Schritt zu halten. Ein interessanter Gedanke. Childebert, dein Vater wollte, dass du lernst, nicht lehrst. Dann musst du beginnen, Eivor. Was hast du in letzter Zeit herausgefunden? Der Clan hungert nach Wissen. Du willst, dass ich eine Rede halte? Nun gut.
Na super. Freunde, hört mir zu. Und hört eine Geschichte von Triumph und Mühsal. Seit unserer Ankunft bin ich weit gereist und sah die Felder und Straßen dieses neuen Englerlands. Auf meinen Reisen knüpfte ich starke Bündnisse. Der ehrenvolle Ceolwulf, König von Mercia, ist nun unser Freund. Und im Süden haben Jarls Konasoma und die Dänen von Grantabrück einen Treueschwur geleistet. Durch Sigurds Hand und meine stärken wir stetig die Bande zu. In deinen Geschichten stellst du dich immer auf eine Stufe mit Sigurd. Ob Sigurd das auch täte, wenn er hier wäre? Ach, ich behaupte nicht, Sigurd ebenbürtig zu sein. Sigurd würde meine Errungenschaften feiern. Sigurd weiß, was ich erreicht habe, und er würde angemessener feiern, als ich es tue. Aber das schmälert nicht eure Erfolge, euer aller Erfolge. Denn ich sitze hier zwischen den entschlossensten und stärksten Kriegern, die ich kenne. Und so hebe ich mein Horn. Zuerst auf Sigurd, möge er bald zurückkehren. Und auf den Rabenclan, die besten Freunde und Krieger. Auf Sigurd! Auf Sigurd! Möge er kommen und uns von dir erlösen. Und möget ihr alle dem Ale so zugetan sein wie Dark. Skål! Denkst du, ich bin betrunken, Eva? Würde es meine Worte mildern? Deine Worte waren deutlich genug, aber es würde deine Kühnheit erklären. Ich weiß, was ich hier sehe. Ich sehe jemanden vor mir, der einen Teil von Sigurds Ruhm für sich beansprucht. Ich habe mir meinen Ruhm ehrenhaft verdient. Ich will jetzt keinen Streit anfangen. Es gibt in dieser Welt genug Ruhm für jeden, den sich verdienen will. Und ich weiß, wie viel davon mir gebührt. Wie ich's mir dachte. Du! Angreifer! Sie kommen vom Fluss! Offenbar Dänen! Dänen? Wie viele? Zu viele. Komm, die Schlacht tobt bereits. Was zum Teufel? Wieso wollen die Dänen Streit mit uns? Wer kämpfen kann, greife sich eine Waffe. Alle anderen bleiben hier. Zu mir! Oh Mann. Ein Duck wird uns noch hintergehen. Das sehe ich kommen. Ja gut, wenn wir jetzt angegriffen werden, dann müssen wir jetzt verteidigen. Das sehe ich dann mal. Alles klar. Oh, muss ich mal ganz kurz niesen. Zack. Komm hier nicht welche noch vom Lang zum Langhaus. Oh lol, hier brennt ja alles. Was zum Teufel? Oh nein. Okay. Ich glaube doch hier lang. So. Alles klar. Zack. Ach du Scheiße, die ganze Stadt. Alter. Alles klar. Wer hat euch in den Tod geschickt? Die Götter selbst schicken. Zack. Zack. Alter. Richtig, richtig heftig. Ich liebe diese Axt. Und zack. Alles klar. Ludwig, ja? Ja, komm mal her.
Alles klar. Weg mit dir. Zack, Kopf ist ab. Oh, ich will keine Fotos machen. Alles klar, zack. Und weg mit dir, blöde Sau. Das war's, glaube ich. Uiuiui, da wären wir angegriffen. Was ist denn hier los? Gut, dass wir nicht auf Beutezug waren. Oh Mann, ey. Dänen greifen uns an. Krass. Waren das jetzt alle? Die Flüsse sind ruhig. Waren noch mehr auf dem Weg, haben sie kehrt gemacht. Ihren Farben und Zeichen nach zu urteilen, kamen sie aus Gautaland. Aber ohne einen Überlebenden werden wir wohl nicht erfahren, warum. Hier ist einer! Sehr schön. Das Getier kroch zum Fluss. Er wollte wohl wegschwimmen. Hab Mitleid. Und wir könnten vielleicht Verbündete werden. Verdiene dir dieses Mitleid mit einer schnellen Zunge. Woher kamt ihr und warum habt ihr uns angegriffen? Wir lagern in East Anglia. Gerade angekommen und hungrig nach Silber. Ihr seid vom Kurs abgekommen. Dies ist Mercia. Es war uns befohlen. Von wem? Du langweilst mich. Der nutzlose Hund schnüffelt an deinem Arsch auf der Suche nach Silber. Töte ihn! Dein Schweigen verwehrt dir Freundlichkeit. Ich frage noch einmal. Wer schickt euch? Der Wind. Und die Flüsse werden uns nach Hause tragen. Er fleht um den Tod, Eivor. Erlöse ihn. Oder sende ihn zurück als Warnung. Soll er seinen Leuten sagen, dass sie hier nur der Tod erwartet, sollten sie zurückkehren. Boah. Ganz ehrlich. Würde man dich in deiner Heimat betrauern, wir werden es nicht tun. Eivor. Meine Späher hätten ihm zu seinem Lager folgen können. Vielleicht hätten wir mehr erfahren. Der Preis für Respektlosigkeit ist der Tod, Randvi. So hätte Sigurd auch gehandelt. Wie soll ich Pläne schmieden, wenn mein Rat nicht gehört wird? Seine Rückkehr hätte ihnen die Botschaft gesendet, dass wir weich und feige sind. Jetzt werden uns diese missratenen Dänen fürchten. Vergib meine Hast, Randvi, aber Dark hat recht. Endlich siehst du klar. Ich bete zu den Göttern, dass es so bleibt. Wir sollten hier aufräumen und die Leichen aus dem Lager schaffen. Einverstanden. Dann reden wir darüber, wie es weitergeht. Gemeinsam. Ja. Ja. Ob das so eine gute Idee war? Ich weiß nicht. Das ganze Lager hat gebrannt. Ich hoffe, das war nicht so schlimm. Klar. Ah, ein neuer Brief. Ein Brief? So. Der möchte mit mir sprechen. Ach, lol. Chilbert, geht es dir gut? Ja, aber ich wünschte, ich wäre der Herausforderung gewachsen, die vor uns liegt, statt mich hier im Langhaus zu verstecken. Du bist genau da, wo du gebraucht wirst. Du verteidigst die Menschen und dich. Ich weiß. Nur... Unsere Truppenstärke ist ausreichend. Und dein Vater würde mir einiges an den Kopf werfen, wenn dir irgendetwas zustoßen würde. Ich weiß. Ich wünschte nur, der Schatten meines Vaters würde nicht über meinem Aufenthalt liegen. Ich will von euch lernen, nicht euch beobachten. Das glaube ich gern. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, wenn sich das alles gelegt hat, auf jeden Fall. So. Quest. Okay,
Naja, okay, komm. Wir gehen jetzt erstmal zu unseren lieben Assassinenfreunden. Dann läuft das. Bring dir die Ordenssiegel zu Hethel. Ja. Hallo. Eivor, wieder einmal beeindrucken mich die Deinen mit ihrem Können. Die Eindringlinge konnten nichts ausrichten. Das stimmt. Nimm dies. Das dient deiner Sache mehr als meine Taschen. Ein weiteres? Du bist wirklich sehr tüchtig. Als Zeichen meiner tiefen Dankbarkeit sollst du dies haben. Mach weiter so und das Land wird von diesem... Giftiger Schlag. Fällt mir. Das gucken wir uns nochmal an. Bezieh die Nahkampfwaffe mit Gift. Alter. Heavy. So. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Ciao. Drehen, danke. Okay. Eliminiert, eliminiert. Was haben wir denn hier? Hinweis 1 von 3. Nedelmann in... Okay. Hinweise gibt es, glaube ich, keine. Egal. Gehen wir jetzt mal wieder da rein. Vielleicht gibt es ja jetzt wieder neue Sachen, wo wir jetzt hin können. Hallo. Die Kunde von unserer wachsenden Siedlung hat sich verbreitet. Sieh dich nur um. Du entdeckst vielleicht ein paar neue Gesichter. Ja. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Ui. Vorne Stärke 55, 90. Was ist hiermit? Auch 90. Dann weiß ich auch, wo es hingeht. Stimmt es, dass diese dänischen Eindringlinge aus East Anglia kamen? Ja, sie dienen einem Mann namens Röth. Er scheint Zwietracht zwischen Sachsen und friedlichen Nordleuten zu säen. Vor Jahren hofften die Söhne Ragnars, das Land zu befrieden. Sie ernannten einen Statthalter namens Finn, um einen passenden Sachsenkönig zu finden. Doch seitdem verfiel das Reich ohne einen König zusehends. Der wenige verbleibende Frieden von grausamen Plünderern zerstört. Ich schlage vor, du brichst nach East Anglia auf und findest heraus, was ihr Statthalter falsch macht. Alles klar. Uiuiui. Gut, ich reise nach Osten und spreche einmal selbst mit Finn. Ein guter Plan. Machen wir. Du möchtest noch sprechen? Sei unbesorgt, Eivor. Die Siedlung ist in guten Händen. Das befürchte ich auch. Okay. Ich sollte gehen. Hallo? Hallo? Ah, okay. Das Spiel hängt sich jetzt auf. So, was sagt denn... da ist aber weit weg. Ha, ha, ha. So. Stelle den dänischen Statthalter zur Rede. Werden wir jetzt tun. Mal gucken, was das da hinten für eine Mission ist. Die ist jetzt zwar komplett gerade ausgegraut, aber mal gucken. Ach, an unserem Langschiff. Ach, guck mal. Meine Güte, es fühlt sich nach einer Ewigkeit an. Valka, liebe Valka, du bist mir sehr willkommen. Geht es dir gut? Besser als gut. Ich bin hier. Und deiner Mutter? Meine Mutter hat ihren Frieden gefunden. Sie wandelt von nun an durch eine Welt, die man nur in Träumen sieht. Das können wir uns alle nur wünschen. In der Tat. Komm. Wie war die Reise? Belebend.
Die Wellen und der Wind waren uns von Beginn an gewogen. Wir flogen wie die Vögel der See. Und wie geht es dir? Trotz deines ruhigen Blicks sehe ich ein wärmendes Leuchten in deinen Augen. Vielleicht ist es Hoffnung. Unsere Siedlung wächst, die Menschen sind glücklich und ich freue mich auf die Zukunft. Und deine Visionen? Sie kommen und gehen. Aber lassen wir das. Lass mich dir mit deinen Sachen helfen. Irla, wir haben am Fuß des Hangs einen Platz für dich gefunden. Auf unserer Reise habe ich immer wieder versucht, mir diesen Ort vorzustellen. Und kommt er dem nahe? Ich sah die Bäume und das Wasser und den steinigen Hügel, aber es ist alles so viel grüner. Die Farben sind herrlich und beruhigend. Ein Segen für meine Augen. Das glaube ich. Nur Schnee und Sonne, das ist dann auf Dauer nicht so gut. Valka! Bei den Göttern, was führt dich hierher? Ich hoffe, auf der Siedlung liegt kein Fluch. Ha! Gestraft ist diese Siedlung allein mit einem rüpelhaften Schmied. Nicht oft reist man über das Meer und findet am Ende ein Zuhause. Es ist überwältigend. Es sprüht vor Leben. Siehst du große Dinge in unserer Zukunft? Ich muss es nicht sehen. Ich fühle es in meinem Herzen. Das hört man noch gerne. Bist du es, Valka? Du hast dir aber Zeit gelassen. Ich wollte sicher gehen, dass alles bereit ist. Wir müssen reden, Randvi, sobald ich ausgepackt habe. Wenn mir vorher nicht die Arme abfallen, was ist das alles? Meine schwersten Zutaten natürlich. Blei, Walknochen, Gold. Spann ihn nur für deine Arbeit ein. Das wird ihm gut tun. Du hast viele Menschen hierher geführt und an dieser fremden Küste ein neues Leben aufgebaut. Bist du zufrieden? Ja. Zu wissen, dass ich diesen Ort aufgebaut und die Menschen geschützt habe, ist ein Geschenk. Deine Antwort bezieht sich vor allem auf dich selbst. Das sagt mehr über dich, als du vielleicht denkst. Ja, ich hoffe doch. Guten Tag. Wer war das denn? Ich habe keine Ahnung. Nun, hier ist wirklich was los. Na? Siehst du? Dein Zuhause ist gleich da vorne. Erzähl mir von deinen Visionen. Sie sind, wie sie immer waren. Bis auf das, dass sie sich klarer anfühlen, hat sich nichts verändert. Mit jeder Vision fühlt sich das, was ich sehe, weniger nach einem Traum und mehr nach Erinnerungen an. Und erscheint dir noch immer der Allvater? Manchmal tut er das, ja. Er spricht auch zu mir, aber es laut auszusprechen fühlt sich verrückt an. Ich verstehe. Du kannst die Sachen dort abstellen. Danke. Ach, jetzt können wir hier auch noch eine Hütte bauen. Und das werden wir dann selbstverständlich auch tun. Werden wir selbstverständlich auch tun. Und da wären wir. Schön. Wie du es sagtest. Sobald ich mich eingerichtet habe, können wir uns deinen Visionen zuwenden. Valka, bitte. Du wurdest berührt, Eivor. Du empfängst göttliche Botschaften. Lass mich dir helfen. Vielleicht könnten wir mit einem Trank die Tür deines Geistes zum Reich der Götter öffnen und deine Visionen vom Nebel befreien. Wenn du denkst, dass es hilft, ich kann dein Haus alleine bauen. Gib mir nur etwas Zeit. Dafür wäre ich dir sehr dankbar, Eivor. Natürlich. Und willkommen zu Hause. Sehr schön. Eine weise Freundin. Oh, 800? Die habe ich nicht. Aber können wir... Ah ne, 160, das macht den wieder mach ich nicht nochmal. 220, ich bin da mal raus. Dann machen wir jetzt mal eine Schnellreise hin. Dann versuchen wir mal zu plündern. Hoffentlich reicht diese eine Plünderung. Dann bauen wir ihr ein Haus. Ganz ehrlich, das geht jetzt mir vor der Mission. Also vor der Hauptquest.